Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob die 5,5 Minuten reichen würden, den vielen Unsinn, den ich jetzt gerade gehört habe, wieder gerade zu rücken. Aber ich würde jetzt erst einmal anpacken an dem Redebeitrag des Ministers, der durchaus einige positive und auch nachdenkliche Elemente hatte, eher als andere. Armut und Erwerbslosigkeit, also schauen Sie sich noch einmal den Armutsbericht der Parität heute an. Armut und Erwerbslosigkeit hängt nicht unbedingt zusammen. Es ist nur ein Teil der Armen, die erwerbslos sind. Es sind ganz viele arme Rentner und Rentnerinnen, und es sind ganz viele Erwerbstätige, die arm sind. Und ich denke, da hat Hartz IV eine ganz große Rolle gespielt. Und da komme ich auch zu der Frage, in welcher tiefen Krise dieses Land war. Ich glaube, ich war 2005 irgendwie außerhalb des Landes. Anscheinend ist die tiefe Krise an mir vorbeigegangen, zumindest nicht in diesem Maße, wie Sie sie jetzt dargestellt haben. Auf jeden Fall wurde die tiefe Krise mit den Agenda-Reformen dahingehend gelöst, also Ihre tiefe Krise, dass Sie den Arbeitsmarkt gnadenlos liberalisiert haben. Damit hatten Sie natürlich mehr Erwerbstätige, logisch. Sie hatten auch mehr Minijobs und Midijobs und was es alles an Perversitäten heute auf dem Arbeitsmarkt gibt. Sie haben mehr Leute, die für 500 € auf Abruf schaffen, 500 € im Monat, und dann gucken müssen, wie sie auf ihre Stunden kommen, um ihre Familie und ihren Lebensunterhalt damit zu sichern und sich mit ihrem Chef, ihrer Chefin gutstellen müssen. Ich denke, wenn Sie das als Krisenüberwindung sehen, dann gute Nacht, Deutschland. Ich möchte auch noch einmal etwas sagen zu den Arbeitslosenzahlen. Wenn Sie sich die Arbeitslosenstatistik angucken, selbst die Agentur für Arbeit spricht jetzt nicht nur von Arbeitslosen, sondern von Menschen, die unterbeschäftigt sind. Das sind die Menschen, die in Maßnahmen sind, die als Rentner mit 58er-Regelung noch nicht mehr vermittelt werden müssen und andere. Das ist inzwischen schon ein Drittel mehr an Leuten, die noch dazu gezählt werden müssen. Und ich denke, gerade die anderen, die noch nicht gezählt worden sind, weil sie, wie ich vorhin gesagt habe, die 46%, die keine Leistung beantragen, wenn Sie sich das alles angucken, dann sehen unsere Arbeitslosenzahlen auf dem Papier zwar gut aus, aber sie haben sie so gnadenlos in den letzten Jahren geschönt, dass sie nicht mehr der Realität wieder entsprechen. Und ich denke, gerade wenn es darum geht, um Arme, um Hartz-IV-Empfänger, die erwerbstätig sind, Herr Dr. Naas, diese Trauergeschichte, die Sie vorhin gesagt haben, wie schlimm es so ist oder wie dankbar Sie den Menschen sind, die jeden Morgen aufstehen. Es gibt eine ganze Menge Hartz-IV-Empfänger, die jeden Morgen aufstehen und Vollzeit tätig sind, erwerbstätig sind und trotzdem dann an dem Dienstleistungsdonnerstag zum Jobcenter gehen müssen, um dort ihre Leistungen aufstocken zu lassen, weil sie von dem Geld nicht leben können. Den Dank von Ihnen, da werden die sich wahrscheinlich sehr freuen darüber, weil genau solche Positionen haben Ihnen dieses Leben eingebrockt. Und wenn ich mir Ihre Argumentation anhöre, dann denke ich immer noch, da gucke ich noch einmal ein Stückchen, ein Raster weiter und denke an den Post von Kurzem von Herrn Rahn, die diese Leute als parasitär bezeichnet hat. Das hörte sich genau in diese Richtung, hörte das sich an. Und wenn wir uns angucken, wie wird Hartz IV heute aufgenommen? Also die Rede von Rahn. Wie wird Hartz IV heute aufgenommen? Es wurde gesagt, dass es durchaus Profis gibt, die in der Lage sind, die sagen, na, da ist ja nicht alles falsch dran, da müssen wir vielleicht ein bisschen was verändern. Aber reden Sie doch einmal mit den Menschen, die mit Hartz IV täglich leben, die nicht wissen, wie sie ihren nächsten Monat ihre Miete zahlen sollen, weil das Jobcenter gesagt hat, nein, wir übernehmen die Mietsteigerung nicht mehr.
die auch keine alternative Wohnung finden. Reden Sie doch mal mit den Menschen in den existenziellen Nöten. Sagen Sie, kommen die nie zu Ihnen. Sie bitte bei zum uns Schluss. Kommen sie immer an. Und ich denke, da ist notwendig, dass es eine grundlegende Änderung gibt. Leider kann ich jetzt zu dem Ausfall von Herrn Pence nichts mehr sagen. Das tut mir leid. Aber ich beziehe mich auf den Vorhang. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank, Frau Böhm. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Die zwei Anträge, die wir diskutiert haben, schicken wir beide in den Sozialpolitischen Ausschuss. Das machen wir so. Damit rufe ich jetzt die Mittagspause auf. Und ich bin ganz großzügig, gebe uns eine Minute mehr. Um 15:05 Uhr fangen wir wieder an. Oh.